Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Heute stelle ich euch eine uralte Wildkräutertradition vor. Und die werde ich heute mal ein bisschen modern aufpeppen. Und zwar hat man früher jahrhundertelang und fast auch in allen Völkern und in allen Gegenden zu jedem Frühjahr, also wenn der Winter vorbei war und die ersten grünen Pflanzen rauskamen, sich eine bestimmte Anzahl, nämlich meistens 9, Wildkräuter gesammelt, um daraus ganz traditionell eine Suppe zu kochen. Und das war sowas wie ein fast schon heiliges Ritual. Heute gibt es, viele kennen es auch noch, die Gründonnerstagssuppe. Die ist also aus dieser uralten Tradition noch übergeblieben. Und zwar ging man davon aus, dass wenn man diese 9 Wildkräuter im Frühjahr isst, also zu sich nimmt in Form von Suppe oder Salat, dass man dann das ganze Jahr gesund und munter sein wird und von allen Krankheiten verschont bleibt. Um was für 9 Kräuter es sich da genau handelte, lässt sich gar nicht mehr so ganz genau sagen, denn das war auch von Gegend zu Gegend ganz unterschiedlich, je nachdem, was eben gerade in der Umgebung wuchs und bekannt war. Wichtig war nur, dass es eben 9 Kräuter waren oder sogar in manchen Gegenden 99, denn die 9 hatte eine ganz bestimmte Bedeutung. Dazu muss man wissen, dass man früher die Zahlen eben nicht nur gesehen hat als eine Mengenangabe, sondern das war auch immer ein Entwicklungsschritt, den man gemacht hat, den alle Menschen, alle Lebewesen, das ganze Leben vollzog sich der alten Weisheit nach in diesen 9 Schritten. Von der 1 bis zur 9, dann ging es wieder von vorne los, aber dann auf einer höheren Ebene, wie so eine Art Spirale. Und das heißt, bei der 1 fing man an, die 9 war sozusagen die Zahl der Vollkommenheit und der Vollendung und darum auch eine Engelszahl. Das heißt, die 9 ist die perfekte Zahl, wo ein Entwicklungszyklus quasi abgeschlossen ist, damit wieder was Neues entstehen kann. Und darum passt das Ganze ja auch zum Frühling, denn da ist der Winter vorbei und es kommt wieder was ganz Neues, ein ganz neues Jahr. Eine ganz neue Entwicklung kann also anfangen. So viel also zur Zahl 9. Manche hatten auch 7 Kräuter zu anderen Gelegenheiten, weil auch die 7 eine ganz besondere Bedeutung hatte. Aber hier in dieser 9 Kräutersuppe, wie man sie heute noch in manchen Gegenden kennt, ging es eben um diese Vollendung, um dann wieder ganz frisch und neu in den Frühling und ins neue Jahr starten zu können. Ja, um für euch dieses neue Kräuterrezept mit den uralten Wildkräutern zu kochen, bin ich heute Morgen losgegangen und habe mal geguckt, was ich eigentlich hier in der Gegend finde an wilden Kräutern, die so allgemein bekannt sind und die wahrscheinlich ihr auch irgendwo in eurer Umgebung leicht finden könnt. Und ich habe hier gefunden, bei mir direkt im Wald um die Ecke, die Schafgarbe. Die Schafgarbe ist sowas wie eine Allesheilerin. Sie blüht erst viel später im Jahr. Im Hochsommer kann man sie pflücken und dann auch für ganz viele Sachen verwenden. Jetzt im Frühling hat sie noch ganz kleine, feine Blättchen mit kleinen Härchen dran. Und gerade als Frühlingspflanze mit den kleinen Blättchen wirkt die Schafgarbe ganz besonders entgiftend. Sie hat auch ganz viele Vitamine, unter anderem Vitamin C, wie so viele Frühlingspflanzen. Und für Rudolf Steiner war die Schafgarbe die Lichtpflanze schlechthin mit ganz viel Schwinge und ganz viel Feuerkraft und ganz viel Lichtkraft. Dann haben wir den Löwenzahn. Der Löwenzahn, das wissen ganz viele, der wirkt ganz stark entgiftend auf die Verdauungsorgane, die Leber, die Milz, die Niere, er wirkt auch harntreibend. Viele haben das auch oft in entschlackenden Tees, wenn sie fasten. Also Löwenzahn mit ganz besonders viel Vitamin und auch Bitterstoffen gehörte auf jeden Fall immer zu den 9 Kräutern. Dann haben wir natürlich die Brennnessel, die jetzt schon überall wieder rauskommt. Brennnessel findet ihr auch an jeder Ecke. Und die hat ganz, ganz besonders viel Vitamin C und Eisen. Und in dieser Zusammenstellung wirkt sie eben auch blutreinigend und entgiftend und gibt ganz viel neue Lebensenergie. Zu Brennnessel könnte man jetzt noch seitenweise was sagen, da gibt es auch ganz viele Texte, da mache ich bestimmt auch noch mal ein Video zu. Auf jeden Fall gehörte die auch immer mit zu den 9 Kräutern. Dann haben wir eine ganz feine und viel weichere Pflanze als die Brennnessel, nämlich die Taubnessel. Die ist mit der Brennnessel gar nicht verwandt, das hat man aber früher oft gedacht, weil sie nämlich ein bisschen ähnlich aussieht. Und manche haben auch gesagt, dass die Brennnessel das Männlein unter den Kräutern ist und die Taubnessel das Weiblein. Die Taubnessel hat auch ganz viele Vitamine und Mineralien, aber sie wirkt auch beruhigend und schleimlösend. Und nach Hildegard von Bingen bringt die Taubnessel ganz viel Wärme in den Körper und erwärmt das Herz und gibt neue Lebenskraft und Lebensfreude. Was ich noch draußen bei mir um die Ecke gefunden habe, ist der Sauerampfer. Und den findet ihr wahrscheinlich auch überall auf der Wiese. Ich weiß noch, früher haben wir als Kinder als allererstes den Sauerampfer uns immer geholt und gepflückt und uns sogar Suppe draus gekocht. Was haben wir noch? Das Schaboxkraut. Auch das ist was hier sogar im Ort überall an jedem Gehweg fast wächst.
Schaboxkraut heißt Schaboxkraut, weil der Schabock früher ein anderer Name war für den Skorbut. Da wusste man ja auch noch nicht, dass Skorbut Vitamin C-Mangel ist. Man hat also gedacht, der Schabock, das ist der eine Art böser Wintergeist, der immer im Winter kommt und einen blass macht und einem die Zähne ausfallen lässt. Und das Schabockskraut war das allererste Grün, was man dann gerne gegessen hat, das den Schabock quasi vertrieben hat. Denn im Schabockskraut ist ganz besonders viel Vitamin C enthalten. Aber Achtung, Schabockskraut solltet ihr nur pflücken, solange es noch nicht blüht. Denn sobald die zarten gelben Blüten kommen, entwickeln sich Giftstoffe, sodass dann ab dann das Kraut nicht mehr gegessen werden sollte. Ich habe noch gefunden Knoblauchsrauke. Die erkennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr sie einmal gesehen und gegessen habt, an ihrem ganz bitteren, aber auch knoblauchartigen Geschmack. Und das gibt dem ganzen Rezept hinterher auch eine ganz besondere Würze. Dann habe ich noch Giersch mit dabei. Giersch kennt jeder auch, die meisten Gärtner leider zu ihrem Leidwesen haben den nicht so gern, weil er sich wahnsinnig schnell ausbreitet und auch überall zu finden und schwer zu vertreiben ist. Was viele nicht wissen, Giersch heißt auf Latein auch Potagraria und das heißt so viel, ich vertreibe das Rheuma. Giersch hat viele Vitamine und wirkt entzündungshemmend. Und tatsächlich hat man früher ganz viel Giersch benutzt, um damit Rheuma zu heilen. Kommt also auch in unser Wildkräuterrezept. Dann gehört in unser neuen Kräuterrezept auch noch das Gänseblümchen, das dem Ganzen eine schöne frische Farbe gibt. Gänseblümchen sind auch schön, wenn man hinterher ein Gericht verzieren will. Und das Gänseblümchen ist die Sonnenpflanze schlechthin. Das kommt mit den ersten Sonnenstrahlen und bleibt das ganze Jahr über, blüht es durch, sobald sich die Sonne zeigt. Und auch im Gänseblümchen sind ganz viele Mineralien enthalten und viele Vitamine. Gänseblümchen wirken aber auch schleimlösend, sodass man sie gut bei Husten verwenden kann und bei Verdauungsstörungen. So, aus diesen oder eben anderen neuen Kräutern hat man früher traditionell im Frühjahr, sobald die ersten Pflanzen da waren, eine Suppe gekocht, die bekannte neuen Kräutersuppe. Mir fiel ein, ich kenne einen alten Spruch von früher, der heißt, ach du grüne Neune. Und mir ist neulich erst klar geworden, dass sich das wahrscheinlich genau auf diese neuen Kräuter bezieht, die grünen Neuen, die man eben im Frühjahr traditionell gegessen hat. Ich werde heute aber für euch keine Suppe kochen, die Rezepte findet ihr auch überall im Internet, wenn ihr mögt. Ich mache für euch heute eine Art Kräuterquark, aber ohne Quark. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. So, für unseren neuen Kräuterquark habe ich hier schon alle Zutaten zusammengesucht. Das sind einmal die neuen Kräuter, die ich erzählt habe. Wenn ihr eins von denen nicht findet, könnt ihr natürlich genauso gut das ersetzen durch etwas, was ihr findet, was ihr kennt. Zum Beispiel den Bärlauch, ein ganz bekanntes Entgiftungskraut im Frühjahr, das auch stärkt und neue Kraft gibt. Oder frische Birkenblätter oder auch die Vogelmiere oder Gundermann, was ihr ebenso in der Gegend findet. Dann habe ich hier eingeweichte Cashewnüsse. Die habe ich heute Morgen nach dem Aufstehen gleich eingeweicht. Ein paar Stunden sind die jetzt gezogen, dann habe ich sie abgegossen. Das sind 200 Gramm. Außerdem braucht ihr eine weiche Avocado und den Saft von einer halben bis ganzen Zitrone und 100 Milliliter Wasser. Dann noch Salz und Pfeffer, das sind eigentlich schon die Zutaten. Von den Gänseblümchen habe ich mir zu späteren Dekorationen schon ein paar Blüten abgenommen. Den Rest der Kräuter gebe ich jetzt zusammen. Wie ihr seht, ihr braucht von jedem einzelnen Kraut gar nicht so viel, vielleicht gerade 20 Gramm. Denn was hinterher zusammenkommt, wenn ihr 9 verschiedene habt, das reicht auf jeden Fall für eine schön große Schale Frühlingsquark. Und die Kräuter, die werden jetzt gehackt. Wenn ihr übrigens Bedenken habt, dass euch die Brennnesseln beim Schneiden oder auch hinterher beim Essen zu doll pieken könnten, dann gebt ihr die Brennnesseln vorher auf ein angefeuchtetes Handtuch und weicht sie ein bisschen durch. Dann können sie auf jeden Fall hinterher nicht mehr stechen. Die fertig gehackten Kräuter gebt ihr dann am besten in eine Schale und deckt sie dann mit einem feuchten Tuch ab. Für eure Quarkmasse braucht ihr einen guten Mixer. Da gebt ihr dann die eingeweichten Cashewnüsse rein, 100 Milliliter Wasser und den Saft einer Zitrone. Und das Avocadofleisch. Einen halben bis einen Teelöffel Salz. Also am besten eher mit weniger anfangen, denn die Wildkräuter sind ja an sich schon recht würzig. Und zu viel Salz kann auch die Wirkung der entschlackenden und entgiftenden Wildkräuter ein bisschen beeinträchtigen. Dann noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und das Ganze wird jetzt mit dem Mixer
gründlich, erst langsam und dann auf höherer Stufe durchpüriert. So, eure Quarkmasse ist damit schon fertig. Solltet ihr beim Mixen merken, dass der Mixer die Masse nicht so recht nach unten zieht und nicht so richtig pürieren kann, könnt ihr auch noch ein bisschen Wasser nachkippen. Die fertige Grundmasse für den Quark gebt ihr dann einfach in eine hohe Rührschüssel. So, jetzt braucht ihr eure Wildkräuter, die vorher schön gehackt wurden. Die kommen jetzt einfach mit in die Schüssel. Und die könnt ihr dann ganz vorsichtig unter die Masse heben. Das Ganze könnt ihr jetzt noch nach Geschmack mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann in ein hübsches Schälchen umfüllen. So, und so sieht eure wilde Neunkräutercreme aus, wenn sie fertig ist. Sie ist also ganz einfach gemacht, ganz einfach auch nachzumachen. Und wenn es im Moment bei euch noch Frühling ist, dann geht einfach mal raus und guckt, was ihr draußen bei euch um die Ecke oder im Wald an wilden Neunkräutern für eure Frühlingscreme oder eure Frühlingssuppe findet. Diese Creme passt übrigens ganz besonders gut zu Pellkartoffeln, wie man ja auch traditionell Pellkartoffeln mit Quark gerne isst. Oder ihr streicht sie euch einfach aufs Brot. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so draußen gefunden habt an Wildkräutern und ob und wie ihr diese Wildkräutercreme nachgemacht habt und ob sie euch geschmeckt hat. Ich werde meinen Kräuterquark jetzt auf einer schönen Scheibe Brot genießen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!